Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Thunder Talk. Heute mit einer Street Bob und erstmalig mit einem Gast. Das ist der Timo. Moin. Timo hat uns seine Street Bob gebracht. Timo, du warst vor 4, 5 Wochen hier, glaube ich, beim bestimmt, Julian. Ne? Stimmt, ja. Und hast deinen Umbau besprochen, wie du dir das vorstellst, was du gerne hättest. Wir haben jetzt alle Teile dafür da. Mhm. Ich würde das jetzt gerne mit dir einmal kurz durchgehen, dass du dir das nochmal angucken kannst. Super. Ja, wir fangen einfach mal an. Du kriegst unseren El Toxico-Lenker, habe ich gesehen. Ich habe den hier mal mitgebracht, dann kannst du dich einfach mal draufsetzen. Ich gebe dir den in die Hand, dann kannst du mal fühlen, ob das so passt, ob du da... Na? Kriegst du schon mal ein bisschen Eindruck. Du kannst ja gerne gerade stellen, das Motorrad. Genau, den Lenker machst du gerade. Ich halte das Moped jetzt hier vorne fest. Ja, genau. Wenn du möchtest, kannst du auch die Füße hochstellen. Ich fall nicht um, ne? Du fällst nicht. Trust me. Ja, und dann hast du einfach mal so ein bisschen, wie fühlt es sich an, wenn ich richtig drauf sitze, wenn die Füße oben sind. Stellt man den so ein bisschen gerader, oder? Das würde ich sagen, machen wir dann so, wie es am Ende dir gefällt. Ja, okay. Eigentlich so ein Ape-Hänger immer ein bisschen gerade, so wie du ihn jetzt auch schon hast. Aber wir gucken mal am Ende der Strecke, wenn das alles fertig ist, dass wir den anpassen. Ja, fühlt sich gut an. Ja, dann kannst du jetzt gerne mal wieder abstellen, wenn du möchtest. Genau, einfach abstellen, perfekt. So, wir haben hier natürlich noch ein bisschen mehr liegen. Du kriegst unter anderem auch noch ein anderes Heck. Ganz geile Sache, unser Shorty-Heck. Du bekommst auch einen 180er Reifen da hinten rein. Mhm. Ja, das heißt, wir haben praktisch ein Speichenrad vorbereitet. Kann ich dir hier einmal geben? Ja, sowas macht ja auch schon viel aus, ne? So ein Hinterreifen. Ja, auf jeden Fall. Kann ich dir gleich noch live zeigen. Wir haben ja noch einen in der Werkstatt stehen, da ist er schon vorbereitet. Kannst du einfach mal gucken, wie das dann live wirkt. Können wir mal das Heckteil drüber halten, dann kriegst du so einen ersten Eindruck, wie das am Ende wirkt. Ja, das Heckteil liegt auch hier. Das ist unser Shorty GFK-Heckteil. Na, das ist ein schön kurzes Teil. Wenn du möchtest, können wir das einmal da drauf halten oder ich halte das einmal drauf. Können wir machen, ja. Komm mal hier rum am besten. Da habe ich auch schon bei einem oder anderen Motorrad auch schon mal gesehen. Ja, deswegen habe ich das mich sitzt dafür entschieden. Am Ende ungefähr so. Kommen hier die Seitenteile, sind schwarz glänzend. Können wir die Blinker schön mit einbauen. Gibt eine super Sache am Ende, wird schön sauber. Und Highlight, du hast dir auch einen speziellen Sattel gewünscht, ne? Habe ich auch, ja. Auch den haben wir vorbereitet. Ja, den habe ich gerade schon gesehen. Der ja, den drücke ich dir auch einfach mal in die Hand. Der ist echt gut geworden. Ja, finde ich auch. Mal so ein bisschen die Tuck-and-Roll-Geschichte, angelehnt an den Originalen. In Nubuk geschliffen, Nähte, Anthrazit, das passt am Ende gut zum Lack. Ein Lackteil, Lack übernehmen wir ja komplett, ne? Das der heißt, bleibt in dem so, in dem Matt Industrial Grey. Auf dem Heck kommt auch noch dieser Streifen, wie hier auf dem Tank. Ja, perfekt. Super. Das wird richtig gut. Ansonsten vorne kommt auch... Vorne haben wir nur einen kleinen Frontfender. Einfach ähnlich dem Original, nur halt 20 cm kürzer in Summe. Macht das Ganze einfach ein bisschen freier vorne. Das Rad steht schöner draußen. Sieht einfach schicker aus am Ende. Finde ich auch persönlich immer gut. Was? Mit dem Umbau kann man einfach... mit ganz wenigen einfachen Mitteln eigentlich ein super geiles Custom-Bike machen am Ende. Aber richtig cool. Ich habe noch überlegt, mir hier ein Auspuffband dran zu machen, oder passt das nicht zum... Was hast du dir vorgestellt an Auspuff? Das ist immer die Frage. Also den Auspuff, der bleibt ja. Nur dann hier vom Krümmer ein Auspuffband. Oder passt das nicht zum gesamten Stil vom Motorrad oder... Doch, können wir auf jeden Fall machen. Mit diesem Bobber-Stil, der das ja so ein bisschen wird, ist so ein Auspuffband auf jeden Fall. Ja, ich kann mir das alles noch ein bisschen schwer vorstellen. Ne? Wie wir können das ja alles nochmal vorbereiten. Ja. Du kommst dann einfach nochmal rein, du bist ja nicht ganz weit weg von uns. Nee. Und ich sag mal, wenn der Rohbau steht, das Erste, dann kommst du nochmal rein und dann gucken wir, ob wir den nochmal wickeln oder ob du sagst, nee, komm, lass doch lieber die Zischel drauf. Okay, gut. Das ist kein Thema. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn es soweit ist. Wie lange dauert so ein Umbau, grob? Wir haben schon viel vorbereitet jetzt dadurch, einfach, dass du schon vor irgendwie 5 Wochen hier warst. Ja. Wir passen jetzt die Lackteile nochmal final an, dass das alles richtig sitzt. Dann geht das zum Lackieren, ich denke mal so 14 Tage ungefähr, dann kriegst du den Moped schon wieder. Ja, das geht ja flott. Dann sind wir fix durch. Freue ich mich. Ja, ich mich auch. Ja, ich hoffe, das hat euch so einen kleinen Einblick daran gegeben, was wir hier so machen. Ihr werdet in den nächsten Folgen sehen, wie sich das verändert, was passiert. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Viel Spaß. Tschüss. Ciao.